Ja, hallo Elektronikfreunde. In diesem Video geht es ganz kurz mal um das Thema Abblockkondensatoren und wie wichtig die sind. Ich habe hier ein Thermometer aufgebaut und zwar hier mit dem LM75. Auf der rechten Seite sieht man hier noch einen Mikrocontroller Atmega 8. Und wenn ich jetzt die Schaltung hier anschließe, das habe ich jetzt schon getan, dann sieht man hier auf dem grünen Display hier unten Temperatur von angeblich 21,2 Grad. Das stimmt aber nicht, denn wenn man hier oben sieht, ich habe hier so eine Funkuhr mit Temperaturanzeige, ist die aktuelle Temperatur 23,3 Grad. Der Grund ist, dass an dem LM75 hier an dieser Stelle der Ablock-Kondensator fehlt. Ein 100 Nano. Ich werde den jetzt mal reinsetzen. Und dann wird man sehen, dass die Temperatur richtig angezeigt wird. Ich habe jetzt den Sensor etwas berührt, sodass es etwas mehr ist, aber man wird gleich sehen, die geht auf 23 und ein bisschen runter. Jetzt in dem Fall. Und das soll also den Hinweis geben, das Fehlen eines Ablock-Kondensators hat entscheidende Auswirkungen auf die Funktionalität einer Schaltung. Daher meine Empfehlung pro IC. Ein Ablockkondensator 100 Nano in jedem Fall, unabhängig davon, was das IC macht. Des Weiteren pro Spannungseingang, also ich habe jetzt hier 5 Volt USB zum Beispiel, in jedem Fall noch vorne ein Elko rein, sage ich mal 47 bis 100 μ. Und wenn jetzt noch ein Spannungsregler dazwischen irgendwo wäre, auch nochmal dort direkt mit einem 10 μ zum Beispiel nochmal puffern. Das ist enorm wichtig, sonst kann es sein, dass die Schaltung gar nicht funktioniert oder falsch funktioniert, wie in diesem Fall. Die Temperatur wird falsch angezeigt und das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Gut, ich hoffe, das hilft in dieser Richtung etwas weiter. Viel Spaß. Tschüss.